Herzlich willkommen zu einem neuen Jazz-Rock-TV Jam in the Basement. Heute wieder mit einem schönen Publikum hier bei uns im Studio in der Kölner Südstadt. Und wir sind wirklich stolz, dass wir jetzt direkt eine super Band präsentieren können. Ich bin sehr gefreut, dass die Jungs hier auf ihrer Tour einen Stop machen in Köln. Und zwar ist das Flux mit, weiß nicht, ob man sieht es wahrscheinlich noch nicht, eine Band mit einer Hammond-Orgel aus den 30er Jahren, richtig? 30er Jahren, die wir hier reingebeamt haben. Paul Gehrig, Klaus Hessler und Thomas Langer, ein großartiges Fusion-Trio, die hier den Keller zum Kochen bringen werden. Und wir freuen uns sehr. Viel Spaß euch hier, die mit dabei sind, für euch da draußen. Und jetzt viel Spaß mit Flux. Mm-hmm.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, herzlich willkommen an den Bildschirmen zu Hause und natürlich auch unsere Fans hier. Total cool, dass hier einiges los ist und wir freuen uns. Wir sind Flux und am Schlagzeug ist der Klaus Hessler, da dürft ihr auch nochmal riesen Lärm machen. Thomas Lange an der Gitarre. Und mein Name ist Paul Gehrig, ein Applaus für dieses alte Biest hier. Die Auge, genau, ja. Und ja, wir unterhalten euch hier zu Hause und auch hier mit einigen Songs von uns, auch von unserer Platte Flux, könnt ihr mal vorbeischauen. Und wir machen direkt weiter, ihr werdet noch einiges über unsere Songs erfahren, wenn Thomas nicht seine Gitarre noch zerstört hier bei uns. Und die nächste Nummer ist auch auf unserer Platte, auf unserer brandneuen Platte Flux on Earth. Und die Nummer heißt Root. Und ich wünsche euch hier und auch zu Hause unfassbar viel Spaß. Also, bis dann. Thank you.
Heute live bei Jazzrock TV, Flux. Ich freue mich sehr, dass wir mit unserem Trio hier eingeladen worden sind und live spielen in diesem tollen Studio. Und ja, wie lange kennen wir uns? Klaus und ich, wir kennen uns seit über 30 Jahren. Ja, wir haben uns kennengelernt, als ich aus Amerika kam. Und seitdem spielen wir in verschiedenen Besetzungen zusammen. Das ist einer meiner All-Time-Favorite-Musicians überhaupt am Schlagzeug. Unheimlich kreativ und immer totale Kommunikation zwischen uns. Und genauso mit Paul auch. Wir haben auch eine ständige Kommunikation auf der Bühne. Paul ist jemand, der auch die ganzen alten Klassiker kennt von den Beatles. Und wir komponieren zusammen Stücke, haben jetzt 3 CDs gemacht und freuen uns sehr auf den Abend heute hier. Am Anfang war es tatsächlich so, als Paul und ich praktisch mit den ersten Versuchen so begonnen haben, waren es natürlich in erster Linie Stücke von Paul und er hat da schon auch eine sehr klare musikalische Vision und dann muss man sich erstmal so arrangieren, was möchte denn der Paul überhaupt und was fällt mir dazu ein? Also das ist schon irgendwie auch ein Findungsprozess, aber ich glaube, wir haben uns relativ schnell so aufeinander eingespielt und eigentlich inzwischen auf eine Art und Weise, wo ich sagen würde, ich habe, glaube ich, noch nie in der Band gespielt, wo ich so sehr daheim war, also wo ich so sehr das tun kann, was ich eigentlich tun würde und ich das Gefühl habe, das passt aber auch irgendwie zu den Songs und es gibt keine Beschränkungen. Man befürchtet niemals, dass es irgendwie too much oder zu viel oder dass jemand sagt, ah, nee, jetzt ist aber wieder gut. Es ist wirklich so eine große Freiheit, die ich da genieße mit Flux. Und natürlich muss sich sowas entwickeln, aber es hat sich ziemlich kontinuierlich entwickelt, würde ich sagen. We'll be right back.
Klaus und ich, wie gesagt, spielten schon verschiedenen Besetzungen zusammen über Jahre. Und Paul ist eigentlich ein Schlagzeugschüler vom Klaus gewesen, ja, der eigentlich auch sehr gut Schlagzeug spielt. Und irgendwann hat er gesagt, er spielt auch Hammond-Orgel. Und dann haben die beiden schon mal zusammen gejammt. Und irgendwann sagte Klaus, hier, ich habe da so einen jungen Typen, also jung, 20 Jahre jünger als wir. Der könnte doch mal auch, mit dem könnte man noch was zusammen machen. Und ich sofort, ja, unbedingt, weil ich habe Jahre bei Barbara Dennerlein gespielt. Die hat zwar hübschere Beine als er, aber Paul ist ein wunderbarer Musiker, mit dem ich sehr gerne spiele. Und seitdem haben wir eigentlich zusammen komponiert. Und ja, so kam das, dass wir uns getroffen haben und sofort gemerkt haben, das passt. Also eigentlich ging es los mit der Hammond-Orgel. Ja, großer Bestandteil, eigentlich das Herzstück des ganzen Projekts auch so ein bisschen. Und dann ging es eigentlich los mit so einer Gig-Anfrage, Konzertanfrage, und ich habe einen Schlagzeuger gebraucht und ich habe mal Klaus angefragt, ob wir mal eine Runde spielen können, und es hat super funktioniert. Danach war so ein bisschen die Idee, wir könnten ja vielleicht mal ein Projekt draus machen. Und dann habe ich mal ein bisschen kreative Arbeit geleistet und habe mal so ein bisschen auf dem Planeten rumgeschaut, was das ganze Projekt werden könnte. Und dann sind mir eigentlich die vier Elemente, also so von unserem Planeten, von unserer Welt, in der wir leben, so ein bisschen ins Augenmerk gekommen, und habe mir gedacht, das wäre ein super Thema, um auf der Basis dieser Elemente Instrumentalstücke zu schreiben. Und somit ging es los. Es ging los mit Wasser, unserem ersten Album von Flux und H2O. Und danach kam Feuer, Fire quasi, und aktuelles Thema Planet Erde, also Earth. Und da gibt es ja natürlich jede Menge drüber zu berichten und dementsprechend Songs zu schreiben. Das ist so ein bisschen die rote Linie von unserem Projekt. Und und dann hat sich auch so eine richtige Konstellation entwickelt, dass quasi hier wirklich alle drei hier diesen Stellenwert haben. Also ich habe Spaß daran, so ein bisschen die Basics zu setzen, die Akkorde, die Fläche und die Basslinien. Und die lassen sich eben mit der Hammond-Orgel oder auch mit einem Moog Synthesizer super umsetzen. Und der Klaus kann sich austoben im Rhythmus auf gigantische Art und Weise. Ich meine, er ist international ja auch bekannt. Und Thomas ja ebenso. Und er kann sich so zwischen Klaus und mir einfach mit seiner Gitarre mitten reinsetzen und fühlt sich, denke ich, auch gut zu Hause. Das ist so ein bisschen die Idee, der rote Faden und die Konstellation und auch vor allem die ganze Idee des Projekts. Thank you.
Hammond-Orgel. Also Hammond-Orgel ist zum Beispiel ein unfassbar interessantes und natürlich sehr altes Instrument. Ich spiele eine von 1938. Das ist so, da hat doch die Seele richtig, hört man da raus. Und genauso jetzt auch ein bisschen bei mir im Programm sind so Moog-Synthesizer, sind ja auch bekannt aus der damaligen Zeit. Eben tendenziell analoge Instrumente, also echtes analoges Funken, Drähte und Strom, der durch diese Instrumente fließt, der hat, sag ich mal, mehr eine Seele. Diese Instrumente verspüren mehr Seele, als jetzt, wenn man irgendein digitales Instrument halt spielt. Es gibt auch super Sachen, aber es soll halt eben sehr analog klingen und analog bleiben. Und das sind dann so die Tasteninstrumente, die dann hauptsächlich rauskommen, also Hammond und Moog Synthesizer. Und da wird auch heute Abend das ein oder andere mal zu hören sein, was mehr Moog ist, was mehr Hammond ist und alle Stilistiken, die man da so üblicherweise, aber auch manchmal nicht üblicherweise aus diesen Instrumenten hört. Man kann das vergleichen wie mit Handarbeit. Also die Instrumente von früher sind tendenziell alles Handarbeit, weil es analoge Instrumente sind, und ein Synthi, ein Digitaler, da klingt jeder wie jeder andere. Ja? Das kommt quasi gefühlt wie aus einer Massenproduktion. Und man hört es am Ende des Tages, ob etwas einfach austauschbar ist oder ob es ein individuelles Instrument ist. Plus noch vielleicht individuelle Spielweise, und schon hat das Ganze Authentizität, Echtheit, und das ist auch das, was jeder von uns hier sowohl an der Gitarre, Schlagzeug und auch jetzt in meinem Fall an den Tasten halt ausdrücken möchte. Und auch nur so funktioniert in meinen Augen die Instrumentalmusik. Also so kommen die ganzen Themen, Melodien, Gefühle, Emotionen und diese ganze Kreativität zum Ausdruck. Thank you.
vor allen Dingen das erste Album war schon sehr konzeptmäßig. Und wenn ich heute so dran denke, wie wir das aufgenommen haben damals, also auch mit Audio und Video parallel. Und zwar im Prinzip also fast die ganze Platte eigentlich am Stück. Also wir haben quasi todesmutig irgendwie Mikrofone aufgebaut und dann sind zwei Kameraleute rumgesprungen und dann haben wir auf den roten Knopf gedrückt und haben gespielt. Und im Grunde genommen ist das das Album, also eigentlich so als Vorgehensweise ziemlich unüblich und spricht aber auch so ein bisschen dafür, wie gut wir damals, glaube ich, schon auch aufeinander eingespielt waren. Natürlich hat sich das alles so ein bisschen weiterentwickelt, also mit dem zweiten Album kam dann schon so ein wenig mehr, noch mehr Spontanität mit ins Spiel. Und mit dem dritten Album hat es schon auch nochmal eine Weiterentwicklung von dem Konzept gegeben, wo wir einfach die eigenen Grenzen nochmal ein wenig weiter nach außen verschoben haben. Aber es sind schon, früher hat man so gesagt, Konzeptalben irgendwie, also ganz so würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen, aber es ist schon ein ziemlicher roter Faden drin, glaube ich. Ist es auch jetzt nicht unbedingt nur Jazz, was wir in unserem Projekt spielen, sondern da spielen so viele Einflüsse, wie der Thomas schon gesagt hat, eine Rolle. Das ist auch mal richtig Rock, das ist auch mal eine ganz, ganz seichte Ballade, das ist auch mal Country-Einflüsse mit dabei. Da sind auch mal ein paar kubanische oder ja, also afrikanische Elemente irgendwie auch. Also der ganze Planet kommt so ein bisschen in diesem Alben vor. Also auch so, man kann auch sagen, Weltmusik sozusagen. Ja. Thank you.
diese Dreierachse ist insofern halt einfach interessant, weil Thomas hat schon gesagt, wie lange wir uns kennen, und Paul kenne ich schon seit er, also bevor er in die Schule gekommen ist, und es ist halt einfach so, mit Thomas habe ich so diesen extremen Draht, was irgendwie so Melodien gestalten angeht und es irgendwie auch mitspielen und versuchen, über die eigentliche Funktion als Schlagzeuger mit dem reinen Rhythmusding so da rauszuwachsen. Und mit Paul ist so ein extremer Draht im Sinne von Time und Pulsstabilität. Ich kann eigentlich machen, was ich will, und Paul weiß immer, was es ist. Und das Gefühl habe ich bei keiner anderen Band bis jetzt gehabt. Und das macht, glaube ich, Flux so speziell. Wir komponieren ja alle drei auch unsere eigenen Stücke, aber mittlerweile ist es so, dass das alles so verschmilzt in unserer eigenen Musik. Und das funktioniert bei diesem Trio einfach sehr gut. Ja? Groove, Funk, Jazz, Swing, Rock, alles ist irgendwie drin, ne? Und das, was wir lieben, haben wir auch in diesen Songs verpackt. Wir haben auch den Titelsong der letzten Platte, der heißt Earth, den haben wir zusammen komponiert. Da fing zum Beispiel Klaus an, einen Groove auf dem Schlagzeug zu spielen, 11/8, was man ja jeden Tag hört, ne? Ist klar. Und dann hat jemand dazu Akkorde gespielt, Paul spielte Akkorde dazu, und dann haben wir sozusagen im Proberaum diesen Song entwickelt. Ich habe da eine Melodie drauf gespielt, die man auch mitpfeifen kann. Werden wir auch heute auch noch spielen, das Stück Earth. Und so ist es eigentlich entstanden, dass wir mittlerweile auch zusammen komponieren, was natürlich ein Glücksfall ist, was nicht in jeder Band funktioniert.
Klaus Hessler, Schlagzeug. Thomas Lange, Gitarre. Paul Gehrig, Orgel, Mut. Paul. Vielen Dank. Jazz Rock TV. Danke dir.